Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Ja, und damit herzlich willkommen. Nebenan, schnapp sie dir, damit wir abhauen können. Okay, zu Mafia 3. Das fehlt uns ja noch auf unserer Liste und deswegen spielen wir das jetzt hier auch. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, die vereinbart hat, sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Aha, was kann man... Hier kann man nichts machen, okay. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns von hier. Ein Problem. Okay. Wo geht denn hier schnell rennen? Ach, außerhalb macht das sowieso. Okay. Komm schon, Lincoln, wir vergeuden hier nur Zeit. Das macht doch keinen Stress. Ich muss ja schon mit der Steuerung klarkommen. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Ah, ne. Mann, wie lange ist das her, dass wir hier mal Mafia gespielt haben? Vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Der arme Wichser da, der hat keine Ahnung, was ihm blüht. Was war sein Anteil? 5%? In der Größenordnung, ja. Nicht, dass er sie ausgeben könnte. Das FBI wird ihn für den Rest seines Lebens überwachen. Wäre besser für ihn gewesen, wir hätten ihn gekillt. Wenn ich in Vietnam was gelernt habe, dann, dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, damit man sich klammheimlich verpissen kann. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Was machst du da auf der Straße? Das willst du nicht wissen.
Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Georgie Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Wir versuchen uns hier natürlich ein bisschen vorschriftsmäßig zu verhalten. Nicht, dass wir irgendwie aufmerksam werden auf die Polizei oder sowas. Und natürlich habe ich hier die Musik abgeschaltet, weil die verwenden hier lizenzierte Musik. Und das wird hier praktisch wieder bloß geclaimt. Und gibt Probleme. Ein bisschen aggressiver fahren kann man schon, oder? Oh, hier fährt er hier wie Schlaftabletten. Da ist doch. Ach doch, doch, ist Ampel. Wo ist denn hier die Hupe? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Drückt am Lenkrad, wer hätte das gedacht? Verpiss dich jetzt hier. Ich habe das bei Mafia 1 und bei Mafia 2 eigentlich schon gemerkt. Also Autofahren in Mafia macht einen richtig aggressiv. Ich weiß nicht warum, aber da sind so viele Flachpfeifen unterwegs. Man glaubt es immer manchmal nicht. Oder Passanten rennen einfach auf die Straße und lassen sich überrollen. Okay, ich glaube, wir haben hier eine Meteranzeige. Müsste noch guten Kilometer weg sein. Was mir hier sehr gut gefällt, ist hier der Rückspiegel in Mafia 3. Also für nachts sind hier schon viele unterwegs. Doch dein Maul. Was, jetzt habe ich schon gemeint, du willst da abbiegen. Ich wünschte, ich hätte eine grüne Welle. Laufen da für Leute rum? Gucken, ob wir hier ein bisschen überholen können.
Und die Schnarchnasen. Ey, ey, ey! Wo spinnst du wohl oder was? Wo hast du einen Führerschein gemacht im Aldi oder wie? Normalerweise sollte ich aufsteigen und die Herren in die Fresse klopfen, aber leider habe ich eine Mission. Aber ich finde dich wieder. Und dann klaue ich dein Auto. Ja, und jetzt auch noch einscheren oder was, weißt du? Jetzt schieb deine Suppenschüssel aus deiner Schwester jetzt. Nein, Mafia macht nicht aggressiv beim Fahren. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Na Gott sei Dank backt er. Mensch, lass doch die Flachzange doch nicht einfach abbiegen. Da hat zu warten. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Ach, hier muss da drüben rein, ne? Vielleicht sollte ich da wegen. Siehst du, ich warte wenigstens, bis er vorbeigefahren ist. Jetzt wird er an der Arsch. Muss da rein. Ja, fahr doch weiter, oder was? Was ist denn da mit dir? Du Arsch, du Blöde. Fahrt hinten zur Laderampe. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Was machen wir denn hier? Ein Bankwürfel? Es ist heiß. Schlagen wir zu. Okay. Ich will auch eine Knolle. Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnäcke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Ist halt bestimmtes Zeug da dran, oder? Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Klar. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238,546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gail dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Ich frage mich, wieso das Geld verbrennen? Das kann ich ruhig auf mein Bankkonto einzahlen. Das ist kein Thema. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Kannst du Flachzange vielleicht auch aus Seiten gehen? Ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Wird Stress oder was? Was? Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs.
Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Müde oder was? So, los. Ich muss auf den Tisch da. Okay. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt... Das war lautlos? Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Weißt du, wie man sowas macht? Kümmer dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Ehrlich gesagt, noch nicht dazu, aber... Ich hab doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Komm her! Ich wollte das Haus verkaufen und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl so... Hä? Nix, ey. Geh doch. Renke, komm her, Mann! Was? Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletta haben, ist richtig. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Mit dem Bohrer? Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay. Wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Hey, wir geben jetzt nicht auf. Was hast du alle abknallt, oder was? Dabei wollte ich doch friedlich. Was verdammt, das ist ein scheiß Überfall! Ich hole Hilfe! Worauf wartest du? Schnapp dir die Knarre. Welche Knarre? Wo siehst du hier Knarre? Gib mal mal. Ach, da ist er gleich. Ich hab ihn! Und singe dieses Arschloch! Ich auch. Was ist los? Nix. Ich hab nichts mehr. Waffe wechseln? Ja klar, jetzt erstmal. Tschüss. Ach guck. Ach, da ist er noch, oder? Wieso kommt der von hier? Automatisches Zielen, ja. Als ob mir das jetzt mitten im Kampf interessiert, das ganze Zeug. Was, Hochhilfe? Nein, nein, keine Zeugen, Alter. So, sehr schön. Okay. Warte mal, was haben wir jetzt fallen lassen? Okay, die war leer, alles klar. Da haben wir Schrotflinte. Wer schreit nach seiner Mama?
Gibt's keine. Okay, jetzt muss ich erstmal klarkommen hier mit der Steuerung. Du hast dich doch gerade bewegt, oder? Warte mal. Schießt er nochmal Arschloch? Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Oh, wirklich? Der reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Riech die Tür zur Waffenkammer auf. Wieso ist eigentlich neben den Geld der Waffenkammer... Also, hey. Komm schon, du Mistding! Muss ich was tun? Muss ich dir helfen oder was? Tatsächlich. Her mit dem Scheißteil. Schlösserknacken, Schritt 1. Das Schloss finden. Nein, das Schloss freilegen, drehe L, bis es im grünen Bereich ist und drücke dann X. Schritt 2. Das Schloss knacken, drücke X, wenn die Ansage im grünen Bereich ist. Willst du mich verarschen oder was? Ja. So. Ich kann also praktisch bloß zwei Waffen tragen, oder was? Na gut. Achso, weil das andere gesperrt ist, oder was? Mach sie mit dem Rauch fertig. Was für ein Rauch? Scheiße, bin ich rauche. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Oh. Hast du gehört? Seekern. Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hatte eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Ach, das war's oder was? Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Mhm. All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ah, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Jetzt auch noch bis auf dem Auto fahren. Bin ich gut? Ja, das weiß ich doch. Roten festlegen, nicht schließen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Dahin oder was? Okay, haben wir die Route festgelegt.
Story-Auftrag freigeschaltet. Alles klar. Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Oh, ich muss abbiegen. Ich wollte jetzt über die Brücke schon rauschen. Verpiss dich! Ich glaube, das soll... Ich sag's doch, lauter Verrückte auf der Straße. Das ist, glaube ich, New Orleans, oder? Ihr habt schon das auch gesehen, dass die Selbstmord machen wollte und hat sich vors Auto geworfen, oder? Oh, Polizei. Polizeibeobachtung, ja, die Polizei greift dich an, weil du ein Schwarzer bist. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt. Geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Wenn ihr nachdenkt, kann das aber länger dauern. Das war auch gerade so eine schöne grüne Welle gehabt. Wenn du erst mal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Ja, ja. Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit dir ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Was hupst du? Da drüben ist rot. Was ist denn das für doofe Dussi hinter mir? Eine Taxifahrerin. Ich glaub's doch nicht. Und was bist du für Arsch? Okay, die Bremsen funktionieren. Muss hier parken oder was? Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey. Willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt.
Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hi. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, oder? Ja, da gehen wir dann mal ins Bettchen. Das ist quasi unser erster Unterschlupf hier. Oder? Oh, da gibt's Blackboy. Bevor wir schlafen gehen, müssen wir dann natürlich mal drin rumblättern. Oh, nee, den können wir bloß einsammeln. Okay. Aha. Okay. Pferderin, natürlich. New Orleans ist das natürlich so. Oh, was haben wir hier? Ein Gemälde? Ist hier noch mehr? Glaube ich nicht. Die Frage ist, wird das auf der Minimap auch angezeigt? Wenn irgendwas in der Nähe ist. Okay. Wir hauen sich mal ins Bettchen. Alter vor Schönheit! Rede mit Simmy und Alice. Also hier können wir nichts machen. Ich dachte vielleicht, oh, safe ist hier? Cool. Ich dachte, wir können hier vielleicht nur Klamotten anziehen oder sowas. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln.
Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf! Junge, ich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für, soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Die Suppenküche. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für gibt's dich ist. Ist damit irgendwie was? Ach, schau an. Leute, ich bin gleich wieder da. Was sind das? Platten? Albumcover? Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Oh, da gibt's ein Gambo. Du bist es nicht. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Danke. Hallo. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Muss den Löffel schwingen, oder was? Ist der Rede wert, Ma'am. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Ist leider unvermeidlich. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mache ich das. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Regine! Ach, du Scheiße! Dich, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran! Über die Deckung springen, Y, okay. Der ist schon mal weg. Ihr Kerle solltet euch was schämen! Ist das weg? Heute wirst du sterben! Du spinnst wohl, oder was? Hab ihn verwundet! Gesundheit. Ich weiß gar nicht, wer da der Feind ist. Wahrscheinlich die auf mich schießen.
Knochen? War da kein Geld dabei? François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Baka. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Marcano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern. Haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverse celle. Ce sit l'hostilité. Holala. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Schwimm zum Dock. Ich mach nicht schwimmen. Da sind bestimmt Krokodile drin. Wieso sollte ich das? Nein. Na gut. Ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dich. Hat die Fresse. Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Aber so ist denn hingehen. Selma Carno verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache oder um Selbstjustiz.
aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du wolltest mich umlegen. Ich habe nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Meccano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.